hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch ein riesengroßer Epic Roaring Tyrannosaurus Rex von Jurassic World, Camp Cretaceous Primal Attack oder auch der Kampf-Action T-Rex von Mattel. Ne? Camp Cretaceous, eine Netflix-Serie. Und dazu haben sie jetzt dieses T-Rex-Modell rausgebracht, wo ich sagen muss, das ist definitiv eines der besten Dinger, die Mattel bisher auf den Markt gehauen hat. Definitiv. Denn falls ihr verdammt gut gemachte Details, Struktur auf eurem Modell haben wollt, in einer Action-Ausführung, könnt ihr hier mit diesem Teil überhaupt gar nichts falsch machen. Denn das ist, wie ich finde, das beste T-Rex-Modell bisher von Mattel. Klaro, die Neuheiten stehen auch schon wieder in den Startlöchern. Aber aktuell, bis zu diesem Modell hier, finde ich, ist das tatsächlich der beste T-Rex von den Details her, was Mattel bisher auf den Markt gebracht hat. Und das werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Die Verpackung, ja, ziemlich groß. Alleine der Karton hier hat eine Länge von 56 cm, ist 25,5 hoch und hat eine Tiefe von 11,5 cm. Ja, was er alles kann, der Sound, die Bemalung, die Details. Schauen wir uns an nach einem kurzen Blick auf die Verpackung. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, und das Ding ist wirklich so riesig, ich weiß gar nicht, wie ich das hier richtig aufs Bild kriegen soll. Ne? Ich bin mit Sicherheit einer der Letzten, der das Vieh hier auspackt, denn es gibt ihn schon lange auf dem Markt. Und ich bin immer dran vorbeigegangen und dachte mir, nee, der Preis ist mir einfach zu teuer. Mittlerweile ist der, gerade was den Preis angeht, so in die Richtung gefallen, dass ich sage, okay, ja, das kann man ausgeben. Denn wenn man die Figur hier vor sich hat, dann kriegt man hier auch schon ein bisschen was fürs Geld. Ne? Also das steht hier auf jeden Fall außer Frage. Darum dachte ich mir, ich mache hier einfach auch noch ein Video dazu und sag euch mal meine Meinung dazu. Ja? Okay, also wie schon gesagt, großer Karton, ein ziemlich gefährlicher Karton, denn wir haben hier teilweise Stellen, Ecken, wo du dich echt dran schneiden kannst. Du musst aufpassen wie Hölle, dass du dich hier nicht schneidest. Gerade hier, diese unteren Teile, die hier noch wegstehen, pass auf, dass dir das niemals durch die Finger, durch die Hände rutscht. Du kannst dich aufschneiden dran. Ist tatsächlich so. Unter aller Kanone. Also die Verpackung ist nochmal gefühlt schlechter geworden, ja, von Mattel. Also auch hier wird definitiv gespart. Das ist echt dünn und er steht ja auch schon gar nicht mehr gerade. Er kippt einfach so nach hinten weg. Ne? Also das ist schon mal absolut lausig. Was den Druck angeht hier vorne, ist natürlich spektakulär. Ne? Wir haben hier ganz riesig dieses Roar. Dann haben wir hier das Camp Cretaceous auch drauf, falls es das ist. Ich habe noch keine einzige Folge gesehen. Das haben sie nett gemacht, aber warum sie das jetzt so gelbstichig gelassen haben, ja, weiß nicht. Haut mich jetzt nicht wirklich so weg. Ja, dann haben wir hier natürlich die üblichen Verdächtigen. Try me, das heißt, ihr seht hier ein Zeichen. Wir können hier auf dem Schwanz draufdrücken. Dann hören wir schon mal ein Geräusch von unserem T-Rex. Und wenn wir ein bisschen länger drauf bleiben, darum hier die Stoppuhr, dann wackelt halt der Kopf. Ne? Das ist unter anderem eine der Besonderheiten von diesem T-Rex. Und das ist einfach nur geil, das muss man so sagen. Der Kopf vibriert beim Brüllen, der Burner. Hier natürlich ganz groß das Jurassic World Logo, Camp Cretaceous. Primal Attack. Hier sehen wir auch so Pfeile. Das heißt, wir können hier den Schwanz bewegen. Es quietscht auch ordentlich hier und da. Und entsprechend wir hier bewegen, bewegt sich natürlich auch der Kopf hin und her. Kann brüllen, das Maul öffnen und so weiter. Das schauen wir uns im Laufe des Videos an. Als ich das Modell zum ersten Mal sah, hat mich die Bemalung jetzt nicht unbedingt weggehauen, denn dieser braune Streifen über Rücken sieht halt aus, als ob du ihn ja durch die Furche gezogen hättest. Das kann man es gar nicht sagen. Und was die Bemalung hier angeht, also sie ist relativ einfach. Denn das hier ist einfach so die Gussfarbe. Dieses ja, mittelhelle Braun, dann dieses dunkle Braun hier über den Rücken. Und auch noch hier diese Cremefarbe über den Bauch drüber. Mehr am Körper nicht unbedingt zu finden. Aber vielleicht ist euch das schon aufgefallen, es gibt diese Version auch noch in einer alternativen Bemalung, denn es gibt Exemplare, die haben hier wie so Dreiecke, die über den Rücken laufen. Also für mich gibt es tatsächlich zwei Varianten. Ob das Zufall ist, ob die in zwei verschiedenen Werken produziert wurden, ich kann es euch nicht sagen. Tatsache ist, dass dieser hier nicht diese leicht helleren Ecken oder Streifen über den Rücken hat. Wir haben hier nur
diesen dunkelbraunen Streifen. So, hier unten sehen wir natürlich auch schon ein paar Möglichkeiten, die wir haben. Den Knopf, damit er brüllt, ne, wie sich das Maul hier öffnet. Dann den Schwanz nach links und rechts oben und unten bewegen. Entsprechend bewegt sich dann auch der Kopf. Und wenn man länger drauf drückt, dann vibriert auch der Kopf beim Brüllen. Sieht wirklich cool aus. So, dann hier haben wir Epic Roaring Tyrannosaurus Rex. Hier haben wir ja, ein paar Kids. Sind es die Hauptcharaktere? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nie gesehen. Seitlich finden wir hier auch diesen kleinen Ankylo mit drauf. Dann hier nochmal das Jurassic World Logo Camp Cretaceous auf der Rückseite. Sehen wir ihn dann auch nochmal brüllend mit Schallwellen. Hier oben steht epische Brüllgeräusche. Auch hier nochmal der Hinweis, länger drauf drücken und der Kopf vibriert. Dann hier nochmal das gleiche wie vorne letztendlich. Und wir haben hier auch noch irgendwas mit dabei. Irgendwie was, ein Labyrinth und Aufkleber. Wir werden es uns anschauen. Ja, ansonsten hier unten die üblichen Verdächtigen. Und hier noch eine weitere Figur von Mattel. Ein Carnotaurus, der ja, glaube ich, auch in ganz groß dieses Jahr erscheinen wird. Ne? War es nicht so? Irgendwie sowas. Müsste eine Riesenfigur kommen. Freue ich mich drauf. Denn den würde ich definitiv auch noch hier holen und auspacken. So, dann haben wir hier natürlich die Unterseite. Die können wir hier öffnen. Denn wir finden hier schätzungsweise eine Verschraubung, damit der hier nicht aus der Verpackung kippt. Und eine kleine Anleitung. Genau, hier sind die Schrauben. Die mache ich hier gleich mal los. Oder drehe sie auf. So, dann kriegen wir den raus. Dann haben wir hier auch noch eine Befestigung mit zwei Kunststoffbändern oder einem Kunststoffband. Das mache ich auch gleich weg. Und wir haben ihn schon raus. Das geht also total easy. So, und dann hinten noch dieses Kärtchen. Okay, Karton brauche ich nicht mehr. Von dem her kann der weg. Aber ich sag nochmal, ne? Passt auf, dass er euch nicht schneidet. Das ist echt scharf teilweise, ne? Nicht ganz so optimal, was Mattel gemacht hat. So, dann haben wir hier einmal diese Beschreibung, beziehungsweise zwei, drei Blätter. Ach du liebe Zeit. Für das Ding hier braucht er natürlich Batterien. Die sind allerdings schon drin. Ich glaube, drei AA. Waren es drei AA-Batterien? AA, ne? Ja, hier habt ihr nochmal die Anleitung. Entsprechend ihr hinten drauf drückt, macht der T-Rex Geräusche oder wackelt halt zusätzlich noch mit seinem Kopf. Ihr könnt auch den Schwanz nebenher bewegen. Ihr könnt nach vorne und hinten, nach oben entsprechend kippen. Ihr könnt andere Dinos damit schnappen und dann auch noch schütteln. Also eine coole Action, muss man sagen. Und man braucht hier drei AA-Batterien. Gott sei Dank diese langen und nicht diese Knopfzellen. Finde ich super. Ne? So, dann haben wir noch die Sachen dabei. Ja, die üblichen Hinweise. Ne? So, dann haben wir auch noch die Geschichten hier drin. Zwar einmal, ja, Stickers. Genau. Mit einigen Dinos drauf, der kleine Ankylo, Blue, T-Rex, ein Stego und der Carnotaurus, also wirklich ganz klein. Könnt ihr irgendwo hinkleben, wo es euch gefällt, ne? Oder der Oma auf dem Buckel, wie auch immer. Und dann haben wir hier noch das hier dabei, Camp Cretaceous. Und ja, das ist so ein Labyrinth, also wirklich an die kleinsten der Kleinen gerichtet. Ach du liebe Zeit. Ja, dann wissen wir auch, wo Mattel hin möchte. Ne? Kinder sind die Zielgruppe, die etwas erwachseneren Sammler, die ebenfalls Spaß dran haben an Jurassic Park und Jurassic World. Die werden hier komplett außer Acht gelassen. Und hier könnt ihr auch die Stickers reinkleben. Aber was ist da ein Labyrinth? Das kann ich ja nicht mal als Labyrinth bezeichnen. Finde hier irgendwie den Eingang zu Jurassic World und nimm unterwegs alle Dinos mit, oder was? Ja, der Hammer. Ne? Also auf jeden Fall hier passen diese Stickers rein. Alter, was ein Rotz. Aber okay, ne? Kids wird's begeistern. So, wir haben hier wieder die typischen beweglichen Füße, schätzungsweise aus Produktionsgründen. Manchmal braucht man es aber auch tatsächlich, dass das Vieh hier steht. Und das tut er, ohne dass ich jetzt irgendwie groß was rummachen muss. Er steht wie eine Eins, super. So, jetzt gucke ich erstmal, wie groß der ohne Verpackung ist. Ich sag ja, ich krieg's gar nicht ganz aufs Bild, aber ich denke mal, wir haben auf jeden Fall mindestens 54 cm. Also ich messe ja nochmal für mich jetzt ab. Ja, also das ist schon mal so zwischen 55 und 56 cm. Auf jeden Fall, ne? Im Prinzip so lang wie der Karton. Eine super Größe und
Wenn der T-Rex ganz normal in der waagrechten oder aufrechten steht, dann haben wir hier eine Höhe von ca. 22 cm. Wenn ich ihn komplett aufrichte, soweit es geht, dann komme ich hier auf eine Höhe von 27 cm. So, jetzt kann man sehen, ne? 27 cm plus minus ein paar Millimeterchen. Und wenn ich ihn nach vorne ganz unten kippe, soweit es halt geht. Übrigens, es rastet auch ein, ne? Also ihr könnt es nicht einfach frei verstellen, wie ihr seht oder hört. Pass mal auf. Ne? So rastet es immer ein. Und das hier ist so die tiefste Verbeugung, die ihr machen könnt. Dann haben wir hier am Kopf nur noch 11 cm und hier am Becken gemessen bleiben wir hier so auf 20 cm. Ne? Also, und ich finde es eigentlich cool, dass sie das hier vorgeben, denn er bleibt immer stehen, egal in welcher Pose, er bleibt stehen. Super, und er steht auch wirklich stabil. Ne? Also er steht so in der waagrechten und auch in der etwas erhobeneren und dann ganz aufrichten. Ja, das ist das Maximum. So sieht das Ganze aus. Ne? Ich werde natürlich auch noch entsprechend am Ende des Videos den hier in 360 Grad filmen, in den verschiedenen Posen. Dann könnt ihr es euch nochmal anschauen. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut drauf kriege. Ne? So, also hier, komm, rein von der Form her ist er, wie schon gesagt, wie ich finde, mit der Beste. Mich stören auch nicht die Unterteilungen hier am Hals. Das hat mich bei den älteren Modellen tierisch genervt. Hier stört es mich wenig. Vielleicht spielt auch die Farbe da eine Rolle. Der Schwanz übrigens auch angesetzt. Stört auch nicht wirklich. Man sieht einen klaren Absatz, aber ist okay, ist okay. Sie hätten ihn eigentlich gern noch ein bisschen länger machen können. Aber ja, Spielzeug, Mattel, T-Rex, einwandfrei. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt tatsächlich mal die Details an, denn er hat hier wirklich einiges zu bieten. Ne? Also rein von der Skulptur her ist der bombig. Hat allerdings auch ein paar Fragezeichen, auf die wir hier mal eingehen werden. Ja, kann sein, ich bleibe da an einigen Stellen ziemlich lang hängen. Das heißt, das Video kann entsprechend lang werden. So, ihr seht hier einige helle Stellen, wo man denken könnte, ja, da bin ich irgendwo dagegen geschraubt. Nein, auch hier hat man wieder quasi in diesen Grundkunststoff hat man wieder so kleine Pixelteilchen mit reingeschüttet. Und zwar hier in so einem Cremeweiß. Also die findet ihr verteilt über den ganzen Körper. Ne? Ihr seht immer diese hellen kleinen Flecken. Das wurde mitgegossen. Und wenn sich die entsprechend ansammeln, sieht es aus, als ob hier irgendwie ein Kratzer auf dem Modell wäre. Was aber nicht ist. Das sind tatsächlich diese kleinen Partikel, die sie hier mit reingeleert haben. Aber natürlich, wenn ihr vor Ort seid, die Figur kaufen wollt, guckt euch die alle an und nehmt euch die Figur mit, die euch am besten gefällt. Das steht außer Frage. Und gerade bei diesem Modell sieht man halt wirklich Unterschiede, gerade was die Bemalung angeht, die Airbrush-Arbeit. Bei manchen ist der Kopf hier richtig dunkel besprüht, die Augen richtig kräftig dunkelbraun, hier vorne auch ein bisschen und dann halt auch, wie schon gesagt, die Färbung, die sich hier über den Rücken zieht. Manche sind hier nur dunkelbraun, manche sind dunkelbraun, ein helleres Braun und manche haben auch diese Zacken. Also mir ist das aufgefallen, weiß nicht, ob es euch auch so geht und für mich sind es halt klare Unterschiede. Ne? Hier nichts mit schwacher Druck, dass man diese Dreiecke nicht sieht, nö, die fehlen hier komplett und finde ich gut. Also mir gefällt das tatsächlich besser, weil diese Ecke wirken halt ja irgendwie ein bisschen mit einem Lineal gezogen oder nicht natürlich halt, ne? Um es mal so zu sagen. Gut, also bevor wir hier zum Ton kommen und so weiter zur Action, lasst uns erstmal die Details angucken, denn da gibt es wirklich einiges zu sehen. Und das ist der Knaller. Die Augen haben sie einfach bemalt, gelb mit einer schwarzen Pupille, kam hier nicht extra noch ein Lichtfleck oder sowas gemacht, aber das Gelb spiegelt ein bisschen, von dem her ist das absolut okay. Das Auge sitzt ein bisschen tiefer drin, man sieht auch die Augenlider, die Falten drumherum, das ist wirklich super modelliert. Auch die Osteoderme, diese Erhöhungen, die Knochenauswüchse, die ihr hier um das Auge rum habt, sind klasse gemacht. Vor allem unterschiedlich geformt, unterschiedlich groß. So möchte man das sehen. Auch die Hautstruktur an und für sich. Ihr seht es überall. So kleine Aufrauungen, Unebenheiten, Falten und so weiter. Also der Wahnsinn. Wie geil ist das denn? Nasenlöcher haben sie auch hier schön angedeutet. Also Props an den Künstler. Ja? Ob die jetzt hier am 3D-Rechner entworfen wurden oder ob da tatsächlich ein Modell modelliert wurde, ich kann es euch nicht sagen. Aber die Arbeit ist fantastisch, sowohl als auch. Ne? So, schön
fangen wir mal hier vorne am Maul an. Hier auch schöne Vertiefungen, alles absolut glaubwürdig. Ihr habt auch sowas wie so eine kleine Lippe, falls man hier überhaupt von einer Lippe sprechen kann. Die Hautfalten oder diese Vertiefungen, die hier abgehen, absolut glaubwürdig. Die winzig kleinen, höher stehenden Schuppen sind auch einfach nur bombenmäßig gestaltet. Also langweilig wird es dir hier nicht. Du kannst dir den Kopf hier stundenlang angucken, weil es einfach toll modelliert wurde. Der Hammer. Auch hier, ne, diese kleinen Erhöhungen, die sich hier quasi um das Auge herumziehen, hier vorne fortsetzen. Ganz, ganz großartig gearbeitet. Der Burner. Auch die Höcker auf diesem Maul hier oben drauf gesetzt, sehen super aus, seitlich, hier oben auch klein und hier hinten wird es dann wieder ein bisschen breiter, bombig gemacht. Also ich bin hier voll des Lobes, sowas Geiles, echt der Hammer. Ihr seht hier übrigens auch Narben, die haben sie nicht bemalt, kann man natürlich machen, kann Repaint machen und die rot bemalen oder halt so leicht fleischfarben, ne? Nicht so übertrieben blutig. Das habe ich mir überlegt, ob ich das machen soll. Ihr werdet übrigens ganz, ganz viele Narben über den Körper verstreut sehen. Ne? So, also, was den Kopf hier oben angeht, das ist schon mal der Wahnsinn. Der Kopf wurde auch nicht zu breit gestaltet. Er müsste ein bisschen schmäler sein, aber ist absolut okay. Der Blick ist super. Er guckt nach vorne. Die Augen wurden auch so modelliert, dass man sie von vorne sieht. Ne? Die Zähne sind ein bisschen gleichmäßig, aber ich finde schön, dass die hier ein bisschen größer werden. Nach hinten wieder ein bisschen kleiner. Sieht toll aus. Ne? So, dann das Ganze nochmal von dieser Seite hier betrachtet. Ich weiß gar nicht, kann sein, das wurde gekontert. Muss ich jetzt direkt mal gucken. Ja, ich glaube, das wurde gekontert. Wie sieht es hier aus? Ja, also der Kopf wurde tatsächlich gekontert. Der ist gleich links und rechts, aber er ist gut gemacht. Normalerweise sind ja so Kontergeschichten immer ziemlich tot, wenn man es anguckt. Aber da es wirklich aufwendig modelliert wurde, wirkt das Ganze. Also es ist toll gemacht. Ein wunderschöner Kopf für ein Spielzeug. Das ist der Hammer. Ja? So, auch hier auf dieser Seite seht ihr gleich mal Narben. Sind aber andere Narben, länger gezogene Narben. Auf dieser Seite sind es zwei. Auf dieser Seite, huch, haben wir drei. Das Ding ist echt riesig. Ne? Ich habe hier ein bisschen Schwierigkeiten, das gescheit vor die Kamera zu kriegen. Ja, dann auch der Unterkiefer. Schaut euch das an. Auch wunderbar, was die Schuppen hier angeht. Ne? Unterschiedlich groß und klein, dann auch noch Falten im Unterkiefer drin. Ja, wie geil ist das denn? Ne? Vor allem auch hier, guckt mal, bei den Zähnen unten, dieses Gegenstück, so die Lippe. Ne? Auch so wie so Zähnchen modelliert, aber halt längliche Schuppen. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Du möchtest hier auf jede einzelne Schuppe eingehen. So geil ist das hier gemacht. Hier unten so leicht Haut angedeutet. Haben sie jetzt nicht extra mitbemalt hier, haben sie in diesem Braun gelassen, aber ist okay. Gussnasen haben sie hier weggeschliffen. Ja, das Ganze hier noch von dieser Seite. So sieht der Unterkiefer aus. Bombig. Man sieht hier ein bisschen das Fleisch drunter durchgucken, ne? Im Maulbereich. Ich öffne das mal. Und zwar haben wir hier eine Überlappung von oben und von unten. Die Zunge hier ist übrigens aus Gummi. Haben sie schön gemacht. Finde ich klasse. Das wirkt bombig. Auch die Zunge hat eine Struktur. Den Gaumen haben sie bearbeitet. Auch hinten, das kann man sich alles angucken. Sieht gut aus. Die Zunge steht gerade nach vorne. Das hat ja viele bei einem anderen Modell ziemlich gestört, ne? Dass die so gerade nach vorne steht. Mich stört es 0,0. Ich finde auch den Farbton, den sie hier genommen haben, absolut okay. Ist nicht übertrieben rot, nicht übertrieben hell. Genau richtig, wenn er mich fragt. Ne? Das Ganze wirkt auch ein bisschen glossy hier innen, wirkt also schön glänzend. Die Zähne sitzen auch gut, ne? Wurde also nicht verschmiert. Dieses Creme, was wir hier haben, geht also nicht auf diesen, ja, Pink oder altrosa Ton drauf, ne? Weder außen noch innen wurde gut gemacht. Genauso ist es auch mit den unteren Zähnen. Ihr seht auch die untere Seite vom Kiefer noch ein bisschen modelliert und hier geht es auch ein bisschen nach hinten. Also ihr seht hier einen kleinen Schlund. Die Zunge haben sie natürlich ganz einfach dran gemacht, aber kann man alles angucken, ist ein Spielzeug, ist super. Also das Maul gefällt mir gut, klasse gemacht. Vor allem auch, wie er das Maul hier öffnet. Ne, ihr könnt es noch ein bisschen höher drücken. Ah, sieht klasse aus. Super.
Super, wir werden es ja dann auch noch in Action sehen, ne? So, ja, der Übergang zum Hals, auch schön gemacht. Auch wenn man hier und da entsprechend noch dieses Maulinnere durchblitzen sieht, ist es aber durchaus okay. Schön gemacht, also stört nicht, wie sie das hier montiert haben. Der Hals richtig schön faltig, mit den Narben hier auch noch durchzogen. Und selbst die Falten haben eine nette Struktur bekommen. Die zieht sich übrigens hier noch ein bisschen weiter, wo die beiden Teile hier übereinander lappen. Das finde ich bombig, dass Mattel das macht. Genauso haben sie es auch mit der Bemalung angelegt, dass das Braun ein bisschen reingeht unter diesen Ritz hier quasi. Ne? Dann seht ihr hier auch noch eine tolle Erhöhung am Hals entlang. Klasse, hier unten eine schöne Ader, die sich hier entlang zieht. Auch hier sind so gesehen nochmal zwei Narben hinten. Ne? Hier vorne sind zwei, hier sind zwei. Fällt durch die vielen Falten fast gar nicht auf, ne, wenn man das zum ersten Mal anguckt. Und ihr seht es, also echt schön gemacht, super. Auch wie dieses Dunkelbraun hier vorne anfängt, ist absolut okay. Am Schwanzende finde ich es nicht so ganz elegant gelöst, aber da kommen wir gleich noch dazu. Sie haben hier halt ein richtig dunkles, schmutziges Braun genommen. Sage ich auf den ersten Blick, wenn man das ganz böse beurteilt, sieht es wirklich aus wie Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber das soll uns jetzt nicht stören, denn die Details, die sind also wirklich Hammer. Für ein Spielzeug, für die Art von Modell, bombig. Ihr seht, hier unten hat man auf die Schuppen eher ein bisschen verzichtet. Da wird es eher eine Hautstruktur, schön mit Falten und Furchen durchzogen. Jetzt schauen wir uns dieses Stückchen Hals mal von der anderen Seite an. Auch hier schöne, tiefe Einfurchungen drin. Die Ader, toll gemacht. Und hier sind übrigens keine Narben zu finden, ne? Also man hat da schon ein bisschen variiert. Nicht einfach straight gekontert, sondern alles ein bisschen individuell gestaltet. Toll. Die Arme hier haben natürlich nur zwei Krallen, die sind aus Gummi. Auch hier haben sie dieses weiße Material noch mit reingegossen. Ja, bei dem Gummi hoffe ich halt, dass sie wirklich ein gutes Gummi gewählt haben, denn das ist so eine Geschichte, die unter Umständen im Laufe der Jahre aushärten kann, weil sich der Weichmacher verflüchtigt und dann kann euch sowas auch abbrechen. Also das wäre sehr, sehr schade. Also ich hoffe, dass Mattel da auf ein gutes Gummi zurückgegriffen hat. Die Krallen, ja, wie bei allen Mattel-Figuren hier vorne nicht bemalt. Finde ich schade, warum tut ihr das nicht? Ja, aber gut, man kann es der Not selber machen. Was die Armlänge angeht, ja, also witzig, muskulös das Ganze, obwohl es so klein ist. Die Furchen, die Falten drin, die Hautfalten schön deutlich gemacht, die Krallen auch schön deutlich abgesetzt. Ihr könnt das Ding hier bewegen, wenn ihr wollt. Ja, ganz nach hinten, ganz nach vorne, geht sogar nach oben ein bisschen, stoppt aber irgendwann. Ne? Also ihr könnt es eigentlich... Ah, ich würde es jetzt nicht auf Teufel komm raus 360 Grad hier rumdrehen wollen, ne? Würde ich nicht machen. Aber wie schon gesagt, ist aus Gummi, kann nichts abbrechen. Das ist absolut gut gemacht. Schade, dass die keine Farbe mehr abbekommen haben. Wurde halt einfach auch nur in dem Grundfarbton gegossen und gut. Ne? Das gleiche hier bei diesem Arm. Kann sein, die wurden sogar gekontert. Ihr seht hier auch wieder diese helle Flecken, ne? Diese kleinen Teilchen, die sie mit reingegossen haben, ist also kein Schmutz oder sowas, das ist im Material drin. So, dann kommen wir hier mal zum Körper. Der Körper ist relativ massig, also der ist gut genährt, ne, sage ich jetzt absichtlich, denn wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen. So, und auf dieser Seite seht ihr jetzt hier diese Dreiecke, die ich meinte. Allerdings in der gleichen dunklen Farbe. Und nicht heller, ja? Auf dieser Seite seht ihr das nicht mal im Ansatz, gar nichts. Und hier sieht man das ein bisschen. Nicht zu kräftig, relativ schwach, kann ich mit leben. Und es zieht sich hier auch noch ein bisschen über den Schwanz, ne? Ihr seht diese kleinen Hübbels, die man hier sieht. Ja, also das finde ich schon echt interessant. Kann sein, dass es ein bisschen schwach gedruckt wurde, aber das erklärt nicht die andere Farbe, weil dieses Braun ist halt ganz einfach dieses Braun. Denn diese Streifen oder diese Ecke in dieser Farbe, die finde ich super. Die helleren, nicht so ganz meins, ne? Also hier sieht man das andeutungsweise. Also das ist echt ein interessantes Thema. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen auf die Hautstruktur ein. Auch hier teilweise schöne Vertiefungen, auch hier um die Arme herum. Man hat hier die Rippen ganz leicht angedeutet, wobei, wie schon gesagt, ne? Also ist ein kräftiges Kerlchen, der ist nicht wirklich unterernährt. Ja, und ihr seht ja die Hautstruktur von oben mal gesehen, ne, hier zieht sich das eher wie eine Haut so quer und hier unten wird so leicht schuppig. Nicht wirklich schuppig, aber man sieht halt die schöne Unterteilung.
eine Haut, die halt wirklich in Bewegung ist, die vielen Falten auch hier unten am Arm. Schön gemacht auch noch dieser kleine Höcker, der hier dem Körper entlang läuft. Ja, hier hinten haben wir auch wieder Falten, die zur Schwanzwurzel hingehen. Also alles toll gemacht, schön. Also ich bin hier voll des Lobes, wie cool das hier modelliert wurde. Also da hatte jemand Spaß an seiner Arbeit, kann man anders gar nicht sagen. Ne? Hier unten haben wir das Batterienfach, brauchen wir einen Schraubenzieher. Ich hoffe, dass die Batterien vom Ton her, von der Lautstärke noch einigermaßen gehen. Ihr seht hier unten eine ganz andere Struktur, als wir seitlich und oben finden. Hier haben wir den Lautsprecher. Mir gefällt es, wie das hier gestaltet wurde. Hier haben wir auch noch eine kleine Modellnummer oder Bauteilnummer. Dann kommen wir hier mal zu den Schenkeln. Richtig schön tiefe Einfurchungen, also die Muskeln klar definiert. Hier auch eher eine Hautstruktur. Ihr seht hier auch wieder diese hellen, diese cremefarbenen kleinen Elemente in dem Guss mit drin. Und auch diese Hautstreifen ändern sich, je nachdem, in welchem Bereich ihr von diesem Bein hier seid. Ne? Extrem faltige Knie, die Waden schön definiert, ne? Richtig schön muskulös. Dann geht es hier in den Fuß über. Den Fuß relativ breit, aber nicht unangenehm riesig. Also er ist schon groß, damit das Vieh hier steht, aber nicht unangenehm. Also es fällt nicht auf. Das ist nicht das Erste, was du siehst bei diesem Modell. Boah, was hat der Riesenlatschen? Ne? Also das denkt man bei der Figur jetzt nicht unbedingt. Man sieht auch, dass hier unten ein anderer Kunststoff verwendet wurde, der hier glänzt ein bisschen. Hier ist er relativ matt. Geht hier weiter in dieses vogelähnliche Muster. Schön diese breiten Schuppen, die man hier unten sieht, die Krallen schön abgesetzt und vor allem auch bemalt in einem ganz dunklen Braun. Und auch hier unten, guckt euch mal diese geile Struktur hier an. Der Wahnsinn, ne? Das sind halt jetzt die Teile, wo die Figur in der Verpackung befestigt war, aber man sieht es ja nicht wirklich. Hier haben wir auch den Code zum Scannen. Die Sohle wurde extra noch hier drauf montiert. Dann hier der Fuß daneben. Hier seht ihr dieses Jurassic World Logo drin. Auch schön gemacht. Übrigens auch die Innenseiten wurden hier modelliert. Wir haben hier zwar das CE-Zeichen, Toten Teufel, aber ihr seht auch die Innenseite nicht glatt, sondern modelliert. Ist doch super. Wir sehen hier auch eine Afterklaue, eine Innenkralle. Die haben sie nicht bemalt, warum auch immer. Das sind so die Sachen, die ich manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber naja, Mattel, keine Ahnung, jetzt waren sie schon so lange ihre Dinos, aber das haben sie irgendwie noch nicht gefixt. Wäre das denn so schwierig? Ich glaube es nicht wirklich. Ne? Dann der Fuß von dieser Seite, auch schöne tiefe Einfurchungen zu erkennen. Natürlich eine andere Stellung, eine andere Pose, auch die Muskeln hier schön definiert und die Hautfalten, also schön gemacht. Schön gemacht, wirklich. Auch wie es dann hier der Übergang zum Schwanz weitergeht. Absolut okay. So, und jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo ich mich frage, ja, warum? Warum haben wir hier eine Vertiefung drin? Seht ihr das? Ne? Da geht es richtig tief rein und ich verstehe nicht, warum. Ich meine, klar, wenn man jetzt von Reptilien ausgeht, von Echsen, die legen in ihrem Schwanz so einen kleinen Fettvorrat an. Ja? Gerade wenn so eine kleine Hungerperiode kommt, können die sich immer noch von ihren Fettreserven ein bisschen ja, ernähren oder halt ihre Energie kriegen. Und das sieht hier aus, als ob es eingefallen wäre. Das heißt, der T-Rex hat hier ja ein bisschen Hunger. Ne? Der hat schon lange nichts mehr gekriegt und hier fällt die Haut einfach ein. Aber wenn man jetzt halt den Körper dagegen sieht, er ist verdammt gut genährt. Und ich verstehe einfach nicht diese Vertiefung, die übrigens auf beiden Seiten vorhanden ist. Ne? Wir sehen es gleich noch. Übrigens, ehe ich es vergesse, hier am Körper sehen wir auch wieder drei Narben, die hier entlang gehen. Darf ich nicht vergessen zu erwähnen. Übrigens auch diese Farbe hier unten. Ja, ich habe Creme gesagt, also es wirkt so ein bisschen wie Senffarbe, die sie hier unten hingesprüht haben und auch nur in diesem vorderen Bereich. Hier hinten findet ihr nichts mehr, nur hier vorne. Ne? Warum sie das nicht durchgezogen haben, ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Ne? Hier sieht man übrigens auch eine Gussnase am Bein entlang. Nicht ganz so schön, Mattel, das hätte man besser verschleifen müssen. Ne? Qualitätskontrolle gibt es, glaube ich, in Corona-Tagen nicht. Das merkt man bei allen möglichen Herstellern hier und da. Geht auch einiges schief. Dann haben wir hier diesen Knopf, der ja eine andere Farbe hat als dieses Braun, was hier entlang läuft. Das wirkt ein bisschen giftiger, kräftiger. Ihr seht hier nochmal ganz klar diese Vertiefung. Warum sie das gemacht haben, ich kann es euch nicht sagen. Aber ja, ist bestimmt kein Zufall, denn die Details, die ihr hier wieder seht, sind einfach nur bombig gemacht. Und das kann also kein Zufall sein. Also das ist vom Künstler schon so gewollt. Ne?
Übrigens, dieses Stückchen ist auch noch Plastik und die hintere Spitze, also so in dieser Länge, das ist Gummi, damit man hier nichts abbrechen kann. Kann man auch ein bisschen bewegen, aber einfach damit es hier hinten nochmal weich ist. Man sieht es auch, da dieses Stückchen nicht ganz so glänzt wie der Rest des Körpers, ne? Aber ihr seht auch hier wirklich Details bis zur Schwanzspitze hin. Super gemacht, also das kann man anders gar nicht sagen. Also das ist schon der absolute Oberkracher. Da könnt ihr die anderen Modelle davor echt nicht daneben stellen. Ja? Sind auch schön, aber das hier finde ich so der absolute Gipfel, was Details angeht. Das ist bombig gemacht. Auch nicht so schön finde ich, dass dieses, ja, Kackbraun, einfach hier dann aufhört. Warum haben sie es nicht durchgezogen bis zur Spitze? Hätte man auch machen können, ne? Klaro, das hier ist ein anderes Gummiteil, darum haben sie hier schon aufgehört, damit es hier keinen abrupten Abbruch gibt, ne? Ist mir auch klar, aber ein bisschen unglücklich. Also die Bemalung ist schon relativ einfach, aber wenn die Figur vor euch steht, es stört nicht wirklich. Witzig finde ich halt, dass man hier irgendwo dieses Muster drin sieht, ja, ganz grob, und auf dieser Seite halt einfach mal gar nichts, ne? Klasse. Gut, also das zu unserem riesen Roaring T-Rex. Ein Hammerteil, wenn er mich fragt. Jetzt muss ich die Arme noch ein bisschen anders hinmachen. Also das ist echt ein schönes Stück. Ich wollte noch einen T-Rex in der Größe ganz einfach haben, weil ich habe ja nur den Super Colossal. Die anderen habe ich überhaupt gar nicht. Ich hatte sie immer mal wieder angeschaut und habe mir überlegt, ja, holst du die, aber sie haben mir nicht gefallen. Aber bei dem hier muss ich sagen, jetzt wo auch preislich ein bisschen runtergesetzt wurde, ja, super. Ein super Teil. Sollte man eigentlich nicht verpassen, wenn man die Serie mag. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt hier mal langsam, aber sicher zur Action. Ihr wisst, hier hinten kann man draufdrücken, das ist auch der einzige Knopf. Und wenn ich hinten den Schwanz bewege, bewegt sich halt auch entsprechend der Kopf nach links oder rechts, nach unten, nach oben, ne? So ein bisschen, das kann man machen. Ich muss meine Körper halten, dann geht es hier besser. Ne? So sieht es dann aus, wenn ich das entsprechend bewege hinten. Also sorry, ich krieg's nicht ganz drauf. Ich kann noch mal vor die Kamera stehen und das bewegen, dann sieht man es ein bisschen besser. So, und wenn ich jetzt hinten auf den Knopf drücke, einmal ganz kurz, dann brüllt der. Hat er mehrere Brüller? Ja, kurz. Ja, drei, ne? Aha, einmal. Zweimal. Ja, dreimal, ne? Ja, und wenn ich auf dem Knopf bleibe, dann lässt er das Maul geöffnet und der Kopf fängt auch an zu zittern. Das ist geil. Achtung, ich drück. Seht ihr das? Jetzt fängt der Kopf an zu wackeln, aber ich befürchte, die Batterien sind schon ein bisschen schwach. Nochmal. Ne? Ich glaube, ich mache mal neue Batterien rein. Ja, werde ich mal machen, weil der müsste eigentlich noch ein bisschen stärker vibrieren. Denn ich finde das Geräusch, was man hört beim Wackeln, das hält sich auch in Grenzen, ne? Bei manchen, da ist es richtig laut. Darum, ich glaube, das werde ich mal machen. Ich werde mal drei frische Batterien reinmachen und dann hören wir uns das nochmal an. Übrigens, Batterien einsetzen ist total easy, ne? Also das habe ich jetzt nicht extra gezeigt. So, frische Batterien sind drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es ein bisschen lauter wird. Achtung und... Nö, nö. Das ist alles. Okay, alles klar. Ja. Also ihr seht, wie der Kopf vibriert, ne? Und ich finde, es klingt auch nicht ganz so laut wie bei manchen anderen. Also von dem her ist es schon angenehm. Ja, ist okay. Also ich finde es klasse. Ich finde es klasse. Da kann man echt Spaß mit haben. Definitiv. Ihr könnt, wie schon gesagt, nach kleinen Figuren schnappen. Ich glaube, ich stehe jetzt gleich mal hinter die Kamera. Dann kriege ich das besser drauf. Ne? Also mit dem kann man wirklich Spaß haben. Ist ein toller Action-T-Rex. Kann man anders gar nicht sagen. Und wie schon gesagt, ich werde es hier noch in 360 Grad drehen lassen. In allen möglichen Posen. Also die, was man hier halt machen kann.
und dann zählt er das nochmal komplett, so gut ich es halt draufkriege. Ne? So, ich habe hier zufällig ein kleines Einhorn da. Ne? Mal gucken, ob er sich das schnappen kann. Mal gespannt. Ja, ja, er hat das Einhorn geschnappt. Ja, wie geil. Und er hält es auch ein bisschen. Ja, ich kann hier ein bisschen schütteln. Pass mal auf, ich mache mal jetzt den Mega-Brüller. Aber da wird es natürlich rausfallen, ist ja klar. Aber egal, es ist spektakulär. Achtung und... Ja, wie geil ist das denn? Ja, super. Gut, also ich stehe jetzt mal kurz vor die Kamera und guck, dass ich den ganz drauf kriege. Ich glaube, die Action, ne, hat man jetzt doch angucken können. Also ihr seht, das Ding ist ganz schön agil, könnt da toll was damit machen. Auch wie man den Kopf hier verdrehen kann ein bisschen. Finde ich klasse. Vibration, ja, ist okay, kann man lassen. Auf jeden Fall ein sehr witziger Actionanteil. Das Brüllen, drei verschiedene Töne, auch absolut okay. Hören sich auch gut an, ja, nicht ganz so grell, kann man anhören. Aber von der Skulptur her ist das Ding bombig. Die Bemalung, naja, so lala, ne? Wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber trotzdem, so einfach das Ding auch gehalten ist. Ich hätte es nicht gedacht, als ich das Modell zum ersten Mal gesehen habe, war ich nicht wirklich so davon überzeugt, aber jetzt, wenn man es so live vor sich hat, muss man sagen, doch, haben sie echt schön gemacht. Haben sie schön gemacht. Also für mich definitiv bis jetzt der beste T-Rex in der Größe hier mit wirklich tollen Details, einer schönen Action. Rein optisch macht das Ding wirklich was her. Also Props Mattel, bitte weiter in die Richtung und nicht ja was anderes. Ich habe schon wieder neuere Sachen gesehen, wo ich sage, weiß auch nicht. Aber nun ja, ich denke mal, das Merch zu Jurassic World ist noch lange nicht ausgeschöpft. Da wird noch einiges kommen. So, ja, man könnte sich hier wirklich überlegen, ob es sich lohnt, ein zweites Exemplar zu holen und das repainten zu lassen von einem Menschen, der da was davon versteht. Und hier vielleicht auch die Narben ein bisschen deutlicher rauszubringen. Denn das, ich glaube, das lohnt sich schon und sieht natürlich dann auch entsprechend spektakulär aus. Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass Mattel den irgendwann nochmal rausbringt, eben noch mit den bemalten Narben oder was weiß ich. Dass man halt mittlerweile den gefühlt ja 10. T-Rex von Mattel bei sich zu Hause stehen hat. Ne? Also an T-Rexen wirst du ja hier wirklich überschüttet, kann man anders gar nicht sagen. Aber würde ich nochmal die Wahl haben zwischen den älteren Modellen und dem hier, ich würde wieder zu dem hier greifen. Und man sieht es halt auch sehr deutlich, welche Entwicklung die Figur hier gemacht hat, wenn man die älteren Figuren direkt daneben stellt. Ich habe keinen älteres Exemplar, von dem her kann ich es jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Den Super Colossal daneben zu stellen, ist jetzt auch nicht, macht nicht unbedingt Sinn, ja. Denn da beeindruckt halt definitiv die Größe. Aber vergleichbar mit den anderen finde ich den hier auch von der Bemalung her auf jeden Fall am besten gelungen. Falls ihr ihn schon habt, Glückwunsch zu dieser Figur, toll. In diesem Bereich Action T-Rex. Super gelungen, bin voll des Lobes und falls ihr an euch kaufen möchtet, meine klare Empfehlung. Also mit dem Teil könnt ihr Spaß haben. Sowohl optisch, wenn ihr es nur aufstellt bei euch zu Hause, als auch von der Action. Im Sound her könnt ihr hier gar nichts falsch machen, schon gar nicht zu dem Preis, wo ihr es momentan bekommt. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter runter, kann auch sein. Aber ich dachte mir, ja, du weißt nicht, ob die Preise auch ganz schnell wieder nach oben gehen. Ne? Weiß man halt leider Gottes nie. Aber hier ein paar Euro rauf oder runter, auch nicht schlimm. Die Figur ist es auf jeden Fall. Oder war es mir
auf jeden Fall wert. Nur meine Meinung. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Video, euer Ruppi. Yay! Yeah.